Sehr schön, es läuft gut. Macht viel Spaß. Wo liegt der Umsatz technisch monatlich jetzt? Jetzt über 100.000. Freunde, wie ist die gute. Die müsste Fahrt bis jetzt. Hä? Beste Fahrt, die wir jemals hatten, das ist der Chauffeur hier. So Leute, alles gut bei euch? So, unser Timo reitet auf dem Kamel mit Sana. So, das ist Atlantis. Da ist hinten Marina. Da sind unsere Leute hier. Und da ist Downtown. Wisst ihr, was cool ist? Zwei von diesen Teilnehmern, die wir hier haben, haben vor 13 Monaten gestartet. Oder? Timo, wann hast du gestartet? Vor 13 Monaten. Und wie sieht jetzt dein Leben aus? Ja, sehr schön, es läuft gut. Macht viel Spaß. Also, ihr braucht einen Stecker, braucht Laptop, Internetanschluss. Mehr brauchst du wirklich nicht. Also, und brauchst du Kopf. Ja. Und das Wissen kriegst du bei uns. Richtig. Stimmt? Stimmt. Und dann hast du geile Stimmung, geile Leute. Hier, schaut, wie die feiern. Dieser Mann kann dein Leben verändern, Habibi. Wenn sobald du mit dem wieder, Mann sprichst. Sobald ich wieder Zugang zu einer Steckdose habe, können wir gerne sprechen. Wie heißt du? Christian Akai. So, also merkt ihr den Kollegen hier. Dass du hier so ein Leben führen darfst, ist deine Entscheidung. Du kannst natürlich, musst du nicht, du kannst auch Urlaub hier machen. Schaut hier, ein Rettungsboot. Wow, I could get up. Wow, Habibi. Der Kollege hat Angst um die Jungs. Übrigens, da ist ein Interview mit dem Aykut bei ihm im Lager. Da hat der Kilian ein Interview bei ihm gemacht. Findet ihr auch auf unserem Channel. So, jetzt bin ich hier bei dem versteckten Kollegen. Ja, Erdem, wann hast du bei uns gestartet? Vor 13 Monaten. Wer hat dich überzeugt reinzukommen? Christian. So, diesen Mann hätte ich niemals reingenommen. Hätte ich keinen Bock, der war so skeptisch. Ja, wir hatten übrigens, ich hatte gerade Kilian den Verlauf gezeigt. Ja? Am 7. Oktober habe ich mit ihm geschrieben. Ja? Und am 7.12. war das Onboarding. So, 7.12.2000. 21. So, 13, wann ist das? 13 Monate? 13 Monate. So, wo liegt der Umsatz technisch monatlich jetzt? Jetzt über 100.000. 100.000 im Monat. So, Monat, natürlich Monat. Steckt Arbeit dahinter, steckt viel dahinter. Ich genau. Das ihr glaubt. Wann hast du deinen Job geschmissen? Ende des Jahres. Ende des Jahres erst. Viele kündigen viel zu früh. Das heißt, bitte wartet einmal mit der Kündigung. Und auch wenn ihr jetzt 10.000 Euro Umsatz macht, nicht, dass ihr bitte ein Auto liest für 850 Euro. Einige fühlen sich, glaube ich, angesprochen jetzt. Also macht so einen Scheiß nicht. Okay? Wartet, investiert das Geld, reinvestiert das Geld und dann habt ihr irgendwann ein geiles Leben. Genau. So, was sagst du den Leuten, die einfach überlegen und nicht sicher sind, ob das richtige Geschäftsmodell für sie ist? Also wie gesagt, gezweifelt habe ich ja auch. Ich war skeptisch. Auch, ich habe 2 Monate meines Lebens weggeschmissen mit der Entscheidung, ob ich es nun tue oder nicht. Also macht es. Aber ihr müsst jede Menge Ehrgeiz, Disziplin mitbringen. Richtig. Und Durchhaltevermögen. Richtig. Das ganze Wissen nützt nichts, wenn ihr es nicht umsetzen könnt. So, und nicht glaubt, dass ihr jetzt hier einsteigt und Monatsende gibt es Gehalt, da gibt es nicht. Und nee. Ja, da gibt es auch keinen Start, gibt es auch keinen Rettungsring. Was ich vorhin gezeigt habe, ihr seid der Rettungsring. Euer Gehirn, ihr müsst ja die Gelegenheit, die Chancen selbst erschaffen. Wissen es machen. Wissen es macht. Und das könnt ihr euch hier bestens aneignen. Danke dir, mein Lieber. Also geht's weiter. Wir eskalieren den Kollegen da weiter. Ja. So, da wird noch geduscht hier. Und Leute, schaut, das ist der Rettungsring hier. Und schaut, Leute, das ist der Beweis. Wann war der Chatverlauf? Hier siehst du, mit Chris Akai hat er gechattet. Wann war das? 7. Oktober 2021. Und wann war Onboarding? 17. Dezember 2021. Ja, Freunde. Also wir hatten jetzt eine zweitägige Mastermind mit Butos, mit ein paar Kunden von uns, die alle 1 bis 3 Millionen machen im Jahr. Und das Ding ist, dass also es gibt so viele Geschäftsmodelle, es gibt so wenig Geschäftsmodelle, wo du Geld verdienst, wo du Freiheit hast, wo du Selbstbestimmtheit hast, wo du Skalierbarkeit hast. Und wo du so niedrige Einstiegsbarrieren hast. Die Kunden sind da, der Marktplatz ist da, die Logistik ist da,
Und man nimmt es immer als selbstverständlich an, wenn man halt so ein Business hat. Aber jetzt merkt man das, wenn man auch wieder mit anderen Leuten redet, die hier ein Restaurant aufgemacht haben, die 450.000 Euro Miete zahlen, die dann erst in den Laden einrichten müssen. Also in der Dubai Mall zahlt es ein bisschen mehr Miete. Und das ist so krass. Grüß dich. Was hast du vor Amazon gemacht? Vor Amazon waren wir im stationären Handel. Und warum hast du dich für Amazon FBA entschieden oder Amazon generell? Weil der stationäre Handel immer schwieriger wurde und zu der Zeit war Amazon noch recht einfach. Ja. Und jetzt wird Amazon aber auch schwieriger, aber wir lernen, wir werden besser und so bleiben wir erfolgreich. So, wenn du die Zeit zurückblickst, 2-3 Jahre davor, würdest du heute noch mit Amazon starten? Ja, es geht immer noch. Es geht immer noch? Ja. Okay, willst du noch was erzählen? Wie war die Veranstaltung bis jetzt? Super. Die Bootsfahrt vor allem und alles toll. Geil. So, Chris, nachdem er geschwommen ist, der muss ein bisschen sich aufwärmen. Chris, warum haben die meisten Schiss oder ich sag mal anders, auf gut Deutsch gesagt, nicht die Eier zu starten? Den Leuten fehlen in der Regel die Eier, weil die besonders vorsichtig sind und das Sicherheitsgefühl bei einem Arbeitgeber zu sein, der einem durchs ganze Leben führt, ja, das beruhigt die Leute. Und man muss sich eben entscheiden, will man das, dass man das ganze Leben den Monotonen immer dasselbe macht oder traut man sich einmal, zweimal, dreimal. Und merkt ihr eins, es muss einmal klappen. Du bist auf die Schnauze gefallen, ich bin auf die Schnauze gefallen. So gut wie jeder, der hier auf dem Boot ist, ist mindestens einmal auf die Schnauze gefallen. Wir sind aber alle immer noch jung und stehen spätestens jetzt da, wo wir sein wollen. Ja? Das heißt, wenn ich mal vor 23 Mal auf die Schnauze fallen bin, mit 30 Mal, das ist nie zu spät. Das heißt, nimm dein Leben selbst in die Hand und ja, es ist Angst, es ist Vorsicht, es ist alles, nur nicht selbstbestimmt, leider. Ergun, was hast du die letzten 2 Tage gelernt? Also das, was wir heute im Mindset gelernt haben, war, dass man die Arbeiter genau richtig aus. Und zwar vorher analysieren, miteinander sprechen, sehr viele Fragen stellen und auch ein bisschen in den Hintergrund schauen. Was macht er, was hat er gemacht, was sind seine Vorstellungen für die Zukunft, was genau möchte er machen. Hi gut, was hast du gelernt die letzten 2 Tage oder heute? Heute habe ich gelernt, ich gehe nicht mehr ins Wasser. Ist weg, echt? Ist gut? Ja. Und was hast du im Seminar sonst gelernt? Seminar habe ich gar nicht viel gelernt. Ich werde alles umsetzen. Gleich morgen früh. Preise erhöhen. Und vieles, vieles mehr. Und vieles mehr. So, Freunde, hier vor 10 Jahren, da war alles noch nicht so weit. Vor 20 Jahren war alles noch ein Traum.